Meine Damen und Herren, das wird noch einmal eine anstrengende Stunde. Und ich muss mich jetzt schon entschuldigen, dass zu dieser späten Zeit ich Ihnen dies abverlange. Das, was der Inhalt dieses Vortrages ist, wird nun ein bisschen anders konfiguriert sein als die Inhalte des Nachmittags. Ich versuche gleichsam darüber nachzudenken, was die Pfeile und Striche und auch die Begriffe in den Bildchen eigentlich bedeuten, die wir hier gesehen haben. Und deshalb sehen Sie von mir auch keine Bildchen und derartige Begriffe, sondern den Versuch, darüber nachzudenken, was meinen wir eigentlich, wenn wir etwas sagen? Wenn wir zum Beispiel Begriffe wie Bewusstsein, Ich und dergleichen verwenden oder Spiritualität oder Meditation. Ich bin nicht ganz so skeptisch wie Tanja Singer, dass wir über diese Fragen der Deutung, ob nun die Materie den Geist oder der Geist die Materie beeinflusst, uns nicht kognitiv auf einer klaren Ebene austauschen können. Das Problem ist, dass die Beantwortung dieser Frage schon daran hängt, wie ich die Frage stelle. Ob ich also mit einem dualistischen oder einem monistischen oder einem nicht-dualistischen Weltbild herantrete. Und unsere europäische Tradition im Ausgang von Platon, Aristoteles und anderen hat da eben eine ganz stark dualistische Prägung. Und erst im interkulturellen Vergleich lernen wir, dass es auch ganz anders geht. Dass man nicht nur ganz anders denken kann, sondern auch Begriffe anders formt und zueinander in Beziehung setzt. Und das beeinflusst dann natürlich das Denken, das Fragen und damit auch das Forschen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir fragen, ist weder Gott gegeben noch von der Wissenschaft vorgeschrieben, sondern kulturelle Konventionen. Und dem möchte ich etwas nachgehen. Sie sehen hier ein bisschen den Aufriss meines Vortrages zum Problemfeld. Einer der ältesten Texte und einer der grundlegenden Texte des Buddhismus ist die Schrift Dhammapada. Dieser Text beginnt mit der Feststellung, dass alles, was geschieht, im Bewusstsein geschieht. Dort steht natürlich nicht der deutsche Begriff Bewusstsein, sondern Manas. Aber das jetzt zu übersetzen, Herr Skobel hat ja schon angedeutet, was für eine Gefahr das ist, wenn ich in die Genauigkeit des Versuches einer solchen Übersetzung gehe, dann sind wir um Mitternacht noch fertig. Ich setze das also jetzt mal voraus. Alles geschieht im Bewusstsein. Wo denn auch sonst? Natürlich können wir mit guten Gründen annehmen, dass in der Evolution schon vor dem Auftreten höherer Lebewesen, die als Träger von Bewusstsein bezeichnet werden können, also zum Beispiel höhere Tiere, Primaten und auch Menschen, irgendetwas geschah. Aber auch diese Vermutung oder Behauptung geschieht im Denken, als Akt des Denkens. Wir haben keine Möglichkeit zu erfahren und zu wissen, es sei denn im Bewusstsein. Aber was ist denn das? Es ist auf jeden Fall etwas Komplexes. Das haben wir heute schon mitgekriegt. Es ist aber mit Sicherheit auch kein Etwas, auf das ich zeigen kann, das ich abgrenzen kann. Es ist vielleicht eher beschreibbar als eine Sequenz von ständig sich verändernden Zuständen, die jedoch in uns, und das ist die Frage auch dieses Abends, ein Gefühl von Kohärenz erzeugen. Was aber Empfindung ist, was Kohärenz, was ein Zustand, und wir hatten diese schwierigen Begriffe heute Nachmittag noch mehrere, was zum Beispiel Repräsentation ist oder noch schwieriger, Korrelation zwischen mentalen und physiologischen Zuständen. Alle solche Begriffe sind schwierig und es sind schwierige Fragen, die mit der Beantwortung solcher Begriffe und auf jeden Fall mit Vorentscheidungen diesbezüglich zusammenhängen. Dies zeigt sich schon auch an der Differenzierung der Begriffe, die wir sonst noch einführen könnten. Jetzt muss ich mal sehen, wo der hier, die wir sonst noch einführen könnten. Bewusstsein, Ich, Selbst, Ratio, Intellektus, Seele, Geist, Verstand, Vernunft und noch viele mehr liegen im Deutschen zur Verfügung und in anderen Sprachen sind es nicht weniger, über Dinge zu sprechen, von denen wir nicht wissen, was wir sagen, wenn wir diese Begriffe benutzen. Ein Blick in die Philosophiegeschichte zeigt Verwirrung. Man könnte noch weitere Unterscheidungen vornehmen, aber das will ich Ihnen ersparen.
Ein gängiges Urteil in den Kulturwissenschaften ebenso wie in der Philosophie, das immer wieder tradiert wird, lautet: Der Westen, also Europa, habe das autonome Ich entdeckt und dann, spätestens mit Sigmund Freud, relativiert. Der Osten hingegen pflege den Blick auf das Nicht-Ich, besonders im Buddhismus und Daoismus. Zumindest sei ein irgendwie Transpersonales die letzte Wirklichkeit, die dann von den Ich-Strukturen nur verdeckt würde. Dieser Schematismus ist nicht so einfach richtig, er ist auch nicht völlig falsch. Ich will aber auf diese historischen Dinge jetzt verzichten. Jedenfalls geht die heutige philosophische und im Übrigen auch psychologische Debatte weniger um Fragen der Identitätsphilosophie oder um Fragen der Unterscheidung von Ich und Person, klassisches Thema der Philosophie, klassisches Thema der Theologie, spätestens seit dem Neuplatonismus, sondern es geht eben aufgrund der revolutionären Entwicklungen in den Neurowissenschaften um eine naturwissenschaftliche Untermauerung kognitionstheoretischer Modelle. Und diese Modelle, die gab es schon, bevor wir jetzt sozusagen diese aus den bildgebenden Verfahren und ihren Interpretationen herrührenden Untermauerungen kennen. Dabei geht es letztlich, und das hat ja die letzte Frage und Tanja Singers Antwort ergeben, immer wieder um das Leib-Seele-Problem. Das aber, und ich halte das für einen Reduktionismus, ausgeklammert wird, denn keine der etablierten Wissenschaften befasst sich ernsthaft mit diesem Problem. Die Philosophie nicht mehr, die Religionswissenschaft bzw. Theologie nur auf historischer Basis und die Psychologie versteht sich als Wissen von objektivierbarem Verhalten, nicht von bewusstem Erleben aus der Perspektive der ersten Person, denn um die geht es natürlich. Wenn wir also das, worum es zum Beispiel der Bewegung der transpersonalen Psychologie geht, genauer bestimmen wollen, müssen wir fragen, was Bewusstsein ist. Bewusstsein ist, wie Descartes meines Erachtens richtig feststellte, das einzig Gewisse, was wir haben. Aber dieses Gewisse kann durch einen, wir kennen diese Erfahrung nicht selbst, aber aus der Anschauung von anderen, kann durch einen Riss eines feinen Äderchens oder durch ein Toxin in Sekundenbruchteilen außer Gefecht gesetzt werden. Schon William James, der große amerikanische Philosoph und Psychologe, auch Vater unseres Faches der Religionswissenschaft, einer der Väter, William James bemerkte, dass Bewusstsein kein Ding sei, das man irgendwo lokalisieren könne, und hier ist der große Unterschied natürlich zur Descartes'schen Tradition, sondern dass es vielmehr als ein Prozess aufgefasst werden solle, dessen Dynamik man studieren könne. Wir wissen heute mit einiger Wahrscheinlichkeit, dass Bewusstsein als Prozess des ständigen Entstehens und Vergehens von Bewusstseinszuständen beschrieben werden kann. Derer muss es aber wohl mehrere Milliarden geben. Man hat gemessen, dass ein hinreichend konstanter Bewusstseinszustand ca. 150 Millisekunden dauere. Dann verändert sich das, was hier als Basis dieses Zustandes, als neurologische Basis gilt, schon wieder. Ich zitiere ein etwas älteres Buch, was aber immer wieder neu aufgelegt wird, von dem Physiker, Molekularbiologen und Neurowissenschaftler Alfred Gierer, der die Fragestellung prägnant so erfasst hat in seinem Buch »Die Physik, das Leben und die Seele«, neu aufgelegt zum Beispiel bei Piper 1985. Zitat: Dem Menschen ist sein eigener Zustand im Bewusstsein unmittelbar gegeben, etwa in Form von Gefühlen, Erinnerungen, Absichten, Gedanken, Ängsten. Was ist Bewusstsein? Sicher eine Eigenschaft des Gehirns, also auch ein Ergebnis von Prozessen im Nervennetz. Erklärt dies aber, warum wir einen unmittelbaren Zugang zu unseren inneren seelischen Zuständen haben, oft ohne Vermittlung der Sinne, ohne Regel, ohne Kenntnis der elektrophysiologischen Vorgänge im Nervensystem? Ist bewusstes Erleben nichts als ein Aspekt physikalischer Prozesse im Gehirn? Ist die Freiheit unseres Denkens und Wollens eine Illusion? Ein Thema, was ja heute viel diskutiert wird, wie Sie wissen.
Verhalten sich physikalische Gehirnprozesse zu logischem Denken? Wie weit kann man das menschliche Gehirn dann mit einem Computer vergleichen? Wie wirklich sind Ideen? Ist Gefühl wissenschaftlich erklärbar? Wie können wir etwas von den Gefühlen anderer wissen? Eine lange Liste von Grundfragen des menschlichen Selbstverständnisses berührt das vielleicht größte und tiefste Problem im Grenzbereich zwischen Naturwissenschaft und Philosophie, den Weltknoten, wie Schopenhauer es genannt hat, eben die Beziehung zwischen Leib und Seele. 2500 Jahre Geschichte der Philosophie und doch keine Lösung. Zitat zu Ende. Was ist Bewusstsein? Und was ist das, was wir Ich nennen? Die Wahrnehmungsmuster von Wirklichkeit sind vielleicht das, was wir als Bewusstsein bezeichnen könnten. Aber wie gesagt, Bewusstsein ist kein Ding, sondern ein Prozess, eben ein Prozess sich ständig selbst neu erzeugender Wahrnehmungsmuster. Ein Prozess, der spontan, vernetzt und unendlich kreativ abläuft, gleichzeitig aber Strukturen erzeugt, die Halt und Stabilität geben und für den weiteren Prozess selbst formativ sind. Das, was man die Plastizität des Gehirns, besonders in den frühen Entwicklungsjahren des Kindes genannt hat, besagt ja, dass das Bewusstsein im Gehirn die Formen und die Arten der Vernetzungen selbst anlegt, nach denen es dann später arbeiten wird, wobei die Festlegungen in den ersten Lebensjahren unwiederholbar prägend sind, was wir daran merken, dass wir eine Muttersprache in den ersten Jahren ganz anders lernen als später, wenn eine Sprache hinzukommt. Das Bewusstsein ist damit einerseits die ständige Vergegenwärtigung der eigenen Geschichte, und zwar sowohl der Geschichte der Gattung als auch der Individualgeschichte, denn in der Sprache etwa haben wir ein gattungsgeschichtliches Element. Andererseits entstehen aber durch neue Eindrücke neue Verknüpfungen und Strukturen. Das haben wir heute Nachmittag sehr deutlich gesehen. Das heißt, das Bewusstsein arbeitet kreativ. In diesem doppelten Sinne der aktiven Vergegenwärtigung bestimmt sich das Bewusstsein selbst. Es prägt und bildet sich, es formt Bilder und Begriffe, in denen es sich selbst spiegelt und erkennt. Und zwar in zwei Formen, in sprachlichen Formen, die sequenziell sind, und in bildhaften Formen, in denen wir einen Raum Gestalt wahrnehmen. In den Wissenschaften nun, und das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen klarer machen, auch im Schluss an die Fragerunde des Nachmittags. In den Wissenschaften werden Vorgänge beschrieben, die durch Experimente wiederholbar gemacht werden können. Und wenn die Ausgangsbedingungen hinlänglich bekannt sind, dann auch vorhersehbare Resultate ergeben. Das ist die schon vorhin angesprochene Perspektive der dritten Person, die von außen beschreibt und über die wir uns in Sprache zumindest einigermaßen verständigen können, weil Kulturen in Sprachen Übereinkünfte getroffen haben, ein Ding oder ein Vorgang so zu benennen und nicht anders. Grundsätzlich kann man es auch anders benennen und andere Sprachen tun es anders, aber dies ist eine Übereinkunft. Es besteht Überprüfbarkeit, weil der andere Teilhabende an einer Kultur verstehend oder eben auch nicht verstehend reagiert. Anders ist das mit internen, und jetzt gebrauche ich den Begriff selbst, ohne ihn zu erklären, Repräsentationen von Vorgängen und Ereignissen, die nur aus der Perspektive der ersten Person zugänglich sind. Und selbst wenn das ein bisschen eingeschränkt wird, vielleicht durch den Vortrag, den Frau Singer gegeben hat, dass wir nämlich doch feststellen können, dass ein anderer reagiert, wissen wir nicht, wie es sich für ihn anfühlt, wie er reagiert. Ein anderer hat keinen direkten Eindruck davon und kann nur auf seine eigenen, vermutlich vergleichbaren Erfahrungen bauen, um zu ahnen, was der andere empfindet und meint. Das ist in den Wissenschaften nicht prinzipiell anders als zum Beispiel in der Ehe. Der Schmerz zählt zu diesen Phänomenen des Ich, ja, der Ich-Bewusstseins aus der ersten Person, aber eben auch das Ich-Gefühl. Die Begriffe hierfür sind vage, und wenn wir etwa die Sprachen der Kulturen
also jetzt Griechisch, Lateinisch und die europäischen Sprachen auf der einen Seite, die indischen Sprachen auf der anderen Seite, die von China geprägten Kulturen auf der anderen Seite anschauen, dann sehen wir, dass das, was etwa mit Ich oder mit dem Subjekt oder dem Akteur gemeint ist, ganz unterschiedlich begriffen und sprachlich gefasst werden kann. Sprachliche Begriffe aber erzeugen ja, und das war auch ein Resultat dessen, was wir heute Nachmittag gesehen haben, Erwartungshaltungen. Sie erzeugen sozusagen ein Fenster, einen Rahmen, durch den wir schauen und durch den wir uns selbst anschauen. Das heißt, die Sprache ist nicht eine Kommodität, die irgendwie dazukommt, sondern sie prägt bereits das, wie wir denken, wie wir wahrnehmen, wie wir empfinden. Selbstbewusstsein, Ich und so weiter, wird also in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich vorgestellt. Und wir sagen dazu, es handelt sich deshalb um ein kulturelles Konstrukt. Deshalb sind solche Fragen nach dem Ich, nach dem Selbstbewusstsein, wie es sich anfühlt, ein Ich zu sein, auch einer objektivierenden Fragestellung, wie sie alle Wissenschaften betreiben, grundsätzlich nicht zugänglich. So wird in westlichen Kulturen sicher eine Tendenz erkennbar, das Ich als eine mehr oder weniger autonome Instanz zu empfinden, die Eindrücke sammelt, verknüpft und nach eigenen Willensentscheidungen ordnet und dann entsprechende Reaktionen entwickelt. Das Ich stünde damit auf einer höheren Hierarchieebene als die Verarbeitungssysteme für Wahrnehmungen von Objekten. Das Ich wäre dann so etwas wie eine Zentrale, die alles steuert und hätte einen Ort im Hirn, nach dem man natürlich vergeblich sucht. Nicht nur Descartes hat danach vergeblich gesucht. Ganz anders ist der Sachverhalt im Buddhismus. Hier geht man überhaupt nicht von der Existenz eines unabhängigen Ich aus, sondern vermutet, dass das Ich eine Einbildung sei, die dann zustande kommt, wenn Bewusstseinszustände oder Bewusstseinsvorgänge sich selbst aktiv koordinieren. Das, was ist, sind einzelne Verknüpfungsvorgänge, aber die Zentrale existiert nicht. Der Egozentrismus ist vielmehr das, was durch spirituelle Einsicht überwunden werden müsse. Und die spirituelle Einsicht, das sei in Klammern hinzugefügt, hat immer einen Aspekt des unmittelbaren Erlebens durch Meditation, durch Konzentration und einen Aspekt des Verstehens, also der Selbstreflexivität, der Kognition. Diese buddhistische These ist nun sehr interessant deshalb, weil sie genau dem zu entsprechen scheint, was Hirnforschung heute als Ergebnis des Wissens bezeichnet, nämlich eine zentrale Ich-Funktion ist neurobiologisch nicht auffindbar und das ist vielleicht noch wichtiger, zur Erklärung auch gar nicht nötig. Das Ich erscheint also als kulturell abhängige, biografische Konstruktion. Ich muss noch mal zurück. Ich komme zu den buddhistischen Grundlagen zum dritten Teil. Bewusstsein kennen wir empirisch als Wahrnehmung, aber diese Kenntnis selbst ist das Produkt von Wahrnehmung. Indem also etwas erscheint und etwas als etwas erscheint, also repräsentiert wird, ist Bewusstsein. Die buddhistische Wahrnehmungstheorie geht davon aus, dass, wie ich schon sagte, alles Wahrnehmen im Bewusstsein vorgebildet wird, also nach Mustern sich konfiguriert und erzeugt, dass also einige oder sehr viele Wahrnehmungselemente zusammenkommen und dann ein Cluster bilden, was schon vorgeprägt ist, aber nicht im Himmel vorgeprägt ist oder so, sondern durch seine eigene Geschichte. Wahrnehmungen, Gefühle und Gedanken, die im Augenblick erscheinen, sind geprägt von früheren Wahrnehmungen, Gefühlen und Gedanken, sowie natürlich auch von gegenwärtigen Eindrücken. Die gegenwärtigen Eindrücke werden nach Mustern verarbeitet, die im Verlauf der Lebensgeschichte selbst angelegt worden sind. Nichts wird wahrgenommen, wie es ist, sondern, wir können sagen, eingefärbt durch den Charakter, den das Bewusstsein bereits ausgebildet hat.
durch den es alles filtert. Diesen Filter genau kennenzulernen, zu verstehen und, was man mit Filtern eben tut, zu reinigen, ist die unabdingbare Aufgabe. Sie zeigt, dass Bewusstsein kein definierbares Etwas ist, sondern eine Abfolge von höchst unterschiedlichen Zuständen, die aufeinander bezogen sind und sich in wechselseitiger Abhängigkeit generieren. Ich möchte ein Beispiel für die Beschreibung und Klassifizierung von Bewusstseinszuständen geben, wie sie im frühen Buddhismus gebräuchlich war. Ein Beispiel für die Versenkungszustände, die über das analytische Denken hinausgehen. Buddhistische Meditation ist ja im Wesentlichen Versenkung. Ich übersetze den Sanskrit-Begriff Samadhi so. Das bedeutet, dass die oberflächlichen, disparaten und einander widerstrebenden Bewusstseinsbewegungen, die Sie jetzt alle in sich selbst wahrnehmen, Sie hören Worte, verarbeiten die, andere träumen vielleicht, Sie sind vielleicht mit Ihren Gedanken gerade abwesend und verarbeiten noch etwas, was ein Eindruck von gestern ist oder von heute Nachmittag. Also die ganz disparaten und widerstrebenden Bewusstseinsbewegungen werden im Samadhi zu einem einheitlichen, ruhigen Strom des Bewusstseins vereinheitlicht. Dazu gibt es notwendige Voraussetzungen, wie zum Beispiel physische Gesundheit, die durch Mäßigung erreicht werden soll, aber auch die vorhin schon angesprochene rechte Motivation zu dieser Praxis, die durch das Hören und Memorieren der Lehren des Buddha entstehen soll. Es ist also die Motivation schon immer eingebettet in einen sozialen und kulturellen Kontext. Der Buddha spricht in einem ganz wesentlichen Text, der diese Anleitungen gibt aus dem Pali-Kanon, von verschiedenen Vorstufen, die zunächst notwendig sind und die beschrieben werden können. Er spricht dann von Hindernissen, die diesen Prozess behindern. Begierde, Hass, Trägheit, Ichhaftigkeit, Zweifel. Diesen Fünfen, und es gibt andere Aufzählungen, die noch mehr hinzufügen oder etwas wegnehmen, aber alle diese haben etwas gemeinsam, nämlich eine egozentrische Verkapselung des Menschen, die dann aufgebrochen werden kann durch, wie man so schön sagt, positive Gegenmittel. Achtsamkeit, Ruhe und Barmherzigkeit. Werden diese Hindernisse nicht ernst genommen, kann Meditation, so bereits die alten buddhistischen Schriften vor mehr als 2000 Jahren, gefährlich werden. Das heißt, und das ist das schöne Bild, man kann sich im Gelände des Geistes versteigen wie eine Gebirgsziege in den Bergen, die nicht ortskundig ist. Diese Hindernisse treten nun auf, weil man dem eingebildeten Ich Sicherheit und Gewicht, also eine fixe Identität geben möchte. Das Problem zeigt sich in verschiedenen Spielarten. Anhaften an anderen Menschen, die man zum eigenen Identitätsgewinn instrumentalisiert, rauschhafte Erlebnisse, Anhäufung von Erlebnissen, die zur Ich-Stabilisierung benutzt werden, unmäßiger Genuss von Nahrung und anderem, damit man sich, wie wir so schön sagen, selbst spüren kann. Ansehen und Würde, auch spirituelle Praxis, können dazu benutzt werden, das Ich aufzublähen und Identität vorzuspiegeln. Diese Gefahren werden alle ganz genau beschrieben in einer Tradition, die sich selbst reflektiert und selbst beobachtet. Es kommt nun darauf an, so die gesamte Praxis, Freiheit von diesem Anhaften zu gewinnen. Eine Freiheit von den Formen, eine Freiheit von einmal feststehenden Identitäten. Dazu gehört auch die Freiheit von Begriffen und Begriffsmustern, die ja sozusagen verobjektiviert dargestellt werden. Im sehr berühmten und zentralen Samanyapala Sutta heißt es, diese Freiheit ist notwendig, denn aus Freiheit entsteht Ruhe, aus Ruhe aber erwächst Freude und drittens, auf der Grundlage von Freude
wird die rechte Konzentration möglich. Interessanterweise in dieser Reihenfolge. Ich wiederhole: Zunächst die Freiheit von Begriffen, von Fixierungen, daraus entsteht Ruhe. Aus Ruhe erwächst Freude und diese Freude ist die Voraussetzung für die rechte Konzentration, nicht umgekehrt. Das ist, wie mir scheint, eine hochinteressante Aufzählung. Denn nur ein freier Mensch, ein freies Bewusstsein, wir hatten vorhin kurz dies angesprochen, ein angstfreies Bewusstsein kommt zu der Ruhe, die notwendig ist, damit Freude entstehen kann. Und erst auf dieser Grundlage einer selbstvergessenen Freude kann Konzentration erwachsen. Diese angegebene Reihenfolge der geistigen Zustände ist, wie mir scheint, Erfahrungswissen. Nun folgt in diesem Text, und in unserer Wissenschaft gehen wir zunächst mal eben mit Texten um, das heißt mit den reflektierten Versuchen, Erfahrungen aus der Vergangenheit zu verstehen. Aus diesem Text werden nun vier Phasen der Versenkung oder vier Meditationszustände beschrieben. Ich möchte die hier ganz frei wiedergeben, als erstens die Abgeschiedenheit von Begierden, zweitens die Abgeschiedenheit von Objekten, drittens die Abgeschiedenheit von innerem Objekt der Freude und drittens und viertens die Abgeschiedenheit von der Abgeschiedenheit. Auf die ersten beiden möchte ich nicht eingehen, das ist ja relativ klar, Abgeschiedenheit von Begierden und von Objekten, einfach aus Zeitgründen, aber auf die dritte und vierte Stufe. Die dritte, Abgeschiedenheit vom inneren Objekt der Freude. Genau das ist notwendig, damit sich eine spirituelle Transformationserfahrung vertieft. An dieser Stelle führt dieser Text, über den wir sprechen, den Begriff Upekha oder Sanskrit Upeksha ein, Gleichmut. Dieser Gleichmut ist die völlig gleiche, nicht vorurteilsgeprägte, nicht von einem Interesse oder nicht von egozentrischen Motivationen gelenkte Annahme dessen, was einem begegnet. Das, was begegnet, kann von außen, im Sinne sinnlicher Erfahrung, oder von innen, zum Beispiel als Gedächtnisinhalt, kommen. Auf dieser Stufe gibt es kein inneres Wünschen, auch keinen Wunsch nach spiritueller Erfahrung mehr. Der Buddha gebraucht dafür in diesem Text einen Vergleich. Dieser Bewusstseinszustand, so heißt es hier, ist wie ein Lotos, der völlig vom Wasser durchtränkt ist. Der Lotos wächst zunächst unter der Oberfläche und streckt sich ja dann über das Wasser hinaus. Das heißt, die Blüte ist unter der Oberfläche schon da, wenn auch noch zusammengefaltet. Und gerade so ist sie völlig durchtränkt vom Wasser. Will sagen, jede einzelne Empfindung, jede einzelne Wahrnehmung im alltäglichen Leben wird durchtränkt von dieser ununterschiedenen Glückseligkeit. Der Mensch verweilt nun ruhig in sich selbst, er ist völlig abgeschieden. Was ich hier eben so übersetze und sage, ist natürlich metaphorisch. Denn wer ist hier der Mensch? Und was heißt in sich selbst und abgeschieden? Die vierte Stufe kommt jetzt. Es ist die Abgeschiedenheit von der Abgeschiedenheit, eine Begrifflichkeit, die uns ja ganz verblüffend an europäische, dominikanische Tradition, vor allem bei Eckhart, erinnert. Dies ist eine Haltung von vollkommenem Gleichmut, wo selbst der Gleichmut noch losgelassen wird. Ganz und gar selbstvergessen, auch die Abgeschiedenheit, die Übung, die Meditation, die Religion, alles wird losgelassen. Am ehesten kann man diesen Zustand vielleicht als spontane Seligkeit bezeichnen, die sich aber ihrer voll bewusst ist. Ein Zustand, der sich selbst in sich selbst reflektiert, ohne dass ein Ich von außen auf diesen Zustand schauen würde. In dem von mir zitierten Text, Samanyapala Sutta, heißt es dazu, Zitat, der in diesem Geisteszustand Verweilende sitzt dann da, diesen Körper mit dem gereinigten, dem geklärten Geist durchdringend, vom ganzen Körper bleibt ihm nichts undurchdrungen, von dem gereinigten, dem geklärten Geist. Zitat zu Ende. Auch
Hier handelt es sich um die Einheit aller Empfindungen und aller Gedanken. Da nun aber auch eine Abgeschiedenheit von der Abgeschiedenheit erreicht ist, fällt der Unterschied von meditativer Ruhe und nach außen engagierter Aktivität weg. Alles Handeln und Nichthandeln ist eins. Und das ist die vollkommene Integration des spirituell transformierten Menschen nach diesem Text. Es geht dann noch weiter und die Versenkungsstufen werden weiter beschrieben. Das kann ich jetzt nicht im Einzelnen erörtern. Wir können vielleicht zusammenfassen. Es geht in der buddhistischen Meditation nicht um außergewöhnliche Trancen, dass man also die Engel sieht oder sowas, sondern es geht um eine gezielte Transformation des Bewusstseins, damit der Mensch zu einem Gewahrsein aller inneren und äußeren Erscheinungen gelangt, die in jedem Augenblick integriert werden, sodass in jeder Situation ein, ich will vielleicht ergänzen, möglichst projektionsfreies Verhalten möglich wird. Dies wird erreicht in Achtsamkeit, Satipatthana ist der Fachbegriff im Buddhismus, eine Art und Weise des konzentrierten Bewusstseins, in der es sich selbst und alle Außeneindrücke gleichzeitig wahrnimmt. Achtsamkeit ist reines Beobachten oder reines Gewahrsein, ohne dass mentale oder kognitive Projektionen, die Wahrnehmung und die mentale Wahrnehmungsverarbeitung trüben würden. Die normale Aufmerksamkeit des Menschen ist ja eher diffus. Und hier bündelt sich diese Diffusität in achtsamer Wahrnehmung. Wenn ein Objekt erscheint, wird es registriert, aber sofort wieder losgelassen. Das, was bleibt, ist nichts weiter als dieser Schirm der achtsamen Wahrnehmung. Achtsamkeit ist damit für diese Traditionen der Kern jeder Wahrnehmungstheorie, jeder Ästhetik. Und da, wie wir ganz am Anfang dieses Vortrags sagten, alles, was für den Menschen geschieht, im Bewusstsein repräsentiert bzw. konstruiert ist, ist Achtsamkeit die Pforte des Menschen zu sich selbst und zur Welt. Ich gehe weiter und möchte nun diese kurzen Darlegungen zum Buddhismus viertens im Kontext der neurowissenschaftlichen Sprachbildungen und Theoriebildungen ein wenig beleuchten. Wir sagten, Bewusstsein ist der Prozess des ständigen Entstehens und Vergehens von einzelnen Bewusstseinszuständen, die komplex, integriert und voller Informationen sind. Komplexität bedeutet, dass sehr unterschiedliche Muster von Gehirnaktivität und so weiter gleichzeitig ablaufen. Integration bedeutet, dass ein Bewusstseinszustand nur als Ganzer betrachtet und nicht in Teile zerlegt werden kann, weil die Verbindungen zwischen unterschiedlich beobachtbaren Neuronengruppen genau das sind, was diesen Zustand erzeugt, und das ist eine Verbindung von wechselseitiger Beeinflussung. Und die Neuronengruppen müssen auf der einen Seite spezialisiert und differenziert sein, aber gleichzeitig vernetzt und in Wechselwirkung, damit dieser Zustand zustande kommt. Das heißt, Informationen haben alle diese Zustände insofern, als sie andere mögliche Zustände ausschließen, also ein bestimmtes Muster unter Milliarden von möglichen Muster realisieren. Aus neurophysiologischen, und ich nehme das nur der Literatur, die Kollegen geschrieben haben, zum Beispiel Wolf Singer, aus neurophysiologischen und neuropsychologischen Gründen werden heute, wie mir scheint, im Wesentlichen drei Faktoren angenommen, die diesem Bewusstseinsprozess zugrunde liegen. Erstens, bewusstes Erleben beruht darauf, dass verschiedene Neuronengruppen gleichzeitig aktiv sein müssen, die unter Umständen im Hirn räumlich ziemlich weit auseinander liegen. Zweitens, zwischen diesen über das ganze Gehirn verteilten Neuronengruppen kommt es zu schnellen Wechselwirkungen. Und drittens, diese miteinander in Wechselwirkung aktiven Neuronengruppen müssen imstande sein,
aus vielen möglichen Aktivitätsmustern eine Selektion, also etwas Bestimmtes herzustellen. Dabei treten nun eben interessanterweise nicht nur benachbarte Neurone miteinander in Verbindung, sondern ganze Gruppen, die räumlich entfernt sind und wahrscheinlich parallel geschaltet sind. Die Bindung zwischen beiden wird, so ist man sich heute ziemlich sicher und ziemlich einig, durch synchrone Schwingung hergestellt. Auch hier also, es gibt keine Zentrale, die das steuert, kein Ich, keine koordinierende Instanz, sondern, und ich benutze jetzt diesen Begriff, das sich selbst koordinierende Netzwerk von Zuständen. Insofern arbeitet das Bewusstsein transpersonal als systemischer Vorgang, der sich selbst generiert. Jedes Bewusstseinsmuster also, jeder Bewusstseinszustand ist Wechselwirkung. Er ist nicht und tritt dann in Wechselwirkung ein, sondern Wechselwirkung ist das zugrunde liegende Prinzip, das überhaupt etwas als etwas erzeugt. Auch Gedächtnis, meine Damen und Herren, ist nicht etwa ein abgespeichertes Etwas, die Erfahrung haben Sie sicher alle schon gemacht, sondern ein Prozess, der sich ständig verändert. Muster, die einmal geschaltet wurden, werden verstärkt durch Wiederholung und wenn sie eben nicht weiter vorkommt, werden sie vergessen. Aber in dieser Wiederholung, das heißt, wenn wir Gedächtnisinhalte immer wieder abrufen, verändern sie sich. Das Experiment können Sie mit sich selbst machen in einer Langzeitstudie der Selbsterfahrung. Wenn Sie Ihre Tagebücher, die Sie vor 5 Jahren geschrieben haben, jetzt nochmal anschauen und staunen, das war doch ganz anders in meiner Erinnerung. Der Kontext eines erinnerten Inhalts verformt den Gedächtnisinhalt ebenso wie die Wiederholung unter veränderten Bedingungen. Das heißt, etwas knackig formuliert, Gedächtnis ist erinnerte Gegenwart bzw. vergegenwärtigte Vergangenheit. Wobei das Zeitparadox ins Spiel kommt, was ich jetzt hier lieber ausklammere. Das, was wir also denken, ist nicht eine eindeutige Repräsentation der Welt, sondern Resultat des Zusammentreffens von Welt mit unserem historisch erlernten, aus der evolutiven Selektion hervorgegangenen Erfahrungsmuster. Wobei zur Welt, die diesen Mustern begegnet, natürlich auch die eigene innere Erfahrung gehört. Das Gehirn gleicht zwischen diesen Reizen ständig ab und verarbeitet sie nach ständig sich neu konstellierenden Verschaltungsmustern. Oder einfacher gesagt, wir erfahren das, was unser Gehirn uns erfahren lässt. Und das aber ist historisch bedingt und vieldeutig. Daraus folgt, dass Bewusstseinszustände abhängig sind von der Biografie, von der Übung oder ganz simpel gesagt vom erlernten Gebrauch. Ich möchte jetzt einen kurzen Sprung machen, kann den aber nicht mehr so ganz ausführen, weil ich noch viel anderes habe. Man unterscheidet ein Primärbewusstsein, in dem also eine biologisch bestimmte Identität hergestellt wird, in dem Wahrgenommenes absorbiert wird und immer wiederholt wird und in bestimmten Mustern, in bestimmten, wir könnten sagen, Fächern abgelegt wird, von einem Sekundärbewusstsein oder einem Bewusstsein zweiter Ordnung, in dem Sprache möglich wird. In dem Muster erster Ordnung beschäftigen wir uns also mit der Welt, mit den Gegenständen der sinnlichen Erfahrung und ordnen dies. Dies schon ein hochkomplexer Prozess. In Bewusstseinsprozessen der zweiten Ordnung beschäftigt sich aber dann das Bewusstsein gleichsam mit sich selbst. Das heißt, mit den Erfahrungen, die es einmal gemacht hat, es bildet Begriffe, es setzt diese Begriffe zueinander in Zusammenhänge und dergleichen. Ich zitiere 2 der prominenten Hirnforscher der Gegenwart, Edelman und Tononi, die vermuten, dass meditative Bewusstseinszustände ein Rückführen des Bewusstseins in diese Primärerfahrung sei, in ein Primärbewusstsein undifferenzierter oder sagen wir wenig differenzierter Einheit. Ich zitiere die beiden. Mit Ausnahme vielleicht einiger Mystiker können wir Menschen unser primäres Bewusstsein in Abwesenheit von Bewusstsein höherer Ordnung nicht unmittelbar erfahren. Aber wenn wir eben in Bewusstseinszustände gehen, der Versunkenheit, dann würden wir in solches Primärbewusstsein
zurückfallen. Das Primärbewusstsein haben auch Tiere. Was sie nicht haben, oder was die meisten Tiere jedenfalls nicht haben, so die Behauptung, sei die Erinnerung und Verfeinerung der Erfahrung. Dies sei auch dem mystischen Erleben, was jeweils einmalig und nicht kommunizierbar sei, zuzusprechen. Das Selbst, so immer noch Edelmann und Tononi, sei eine Mischung aus dem primären Ich-Gefühl, der vorsprachlichen Erfahrung und sprachlicher Interaktion, die dann Bedeutung ermöglicht und Subjektivität herstellt. Dieses Zitat zu Ende. Danach wäre die mystische Erfahrung also vorsprachlich, präkognitiv, jedenfalls in einem qualifizierten Sinne undifferenziert, gemessen an den unendlichen Bedeutungsräumen, den Sprache eröffnet. Kurz, mystische Erfahrung wäre undifferenzierte Einheit. Oder, wie Freud das gemeint hat, ein ozeanisches Gefühl. Meine Überlegung ist nun aber, dass mystische Erfahrungen, wenn es sich nicht um Regressionen handelt, die es natürlich auch gibt, was aber durch überprüfbare Verfahren festgestellt werden kann, auf die ich jetzt nicht eingehen will, dass mystische Erfahrungen oder Meditationserfahrungen dieser Art keine Primärerfahrungen im oben genannten Sinne sind, sondern hochkomplexe Einheitserfahrungen, in denen die rationale Differenziertheit integriert ist. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen belegen, möchte aber die Argumentation kurz skizzieren. Und ich habe hier im Wesentlichen zwei Argumentationsmuster zu nennen. Erstens, auch ein hochkomplex vernetztes Gehirn ist begrenzt. Es bildet nicht nur die Vernetzungen der Realität ab, sondern schafft sie auch. Hätten wir andere Gehirne, würde sich eine andere Realität nicht nur zeigen, sondern auch geschaffen werden. Das heißt, die Welt ist mit Sicherheit nicht nur so, wie sie erscheint, sondern wohl nochmals sehr anders. Wenn vielleicht auch die Strukturen der Welt so sind, wie sie erscheinen, weil sonst Widersprüche auftreten. Wenn das Gehirn nun aber weitere Potenziale, und so fingen wir den heutigen Tag an, weitere Potenziale, die in ihm liegen, aktiviert, zeigt sich die Welt vielfältiger und es entstehen auch komplexere Wirklichkeiten. Und zwar eben gebildet nach den Strukturen, die das Hirn selbst anlegt. Der ganze Bereich von Bedeutung und Sinn, also von Sprache und Grammatik, von Poesie und dergleichen, alles das, was mit dieser Bewusstseinsebene zweiter Ordnung möglich geworden ist, ist Welt. Dieser Bereich zeigt Möglichkeiten, Möglichkeitsräume, Strukturen und Kräfte, Anlagen, die in der Welt, in der Evolutionswelt selbst liegen. Sie werden erst im Verlaufe der Evolution aktuell, das ist richtig, aber sie sind schon immer als Potenziale angelegt. Sie drücken sich in der Zeit aus, sind aber selbst nicht die Zeit. Hier verbietet sich nun, das wäre ein bisschen meine Bemerkung zu dem letzten Gespräch am Ende des Nachmittags, hier verbietet sich, wie mir scheint, jeder Dualismus von Materie und Geist. Vielmehr entfalten sich die Möglichkeiten wie ein Möglichkeitsnetz in immer komplexeren Strukturen. Das, was wir haben, ist die Selbstentfaltung des einen, dass wir Geistmaterie oder Materiegeist oder wie auch immer nennen können, es ist jedenfalls eine Wirklichkeit. Es bildet ein feldartiges Netz, an dem unsere Wahrnehmung und unser Denken ein interner Aspekt ist. Das heißt, einerseits treten wir der Welt gegenüber und betrachten sie, aber genau in dieser Betrachtung schreiben wir Welt, Evolution, Entwicklung mit fort. Daraus ergibt sich ein zweiter Gesichtspunkt. Meditative Erfahrungen oder sagen wir mystische Erfahrungen sind weder reduzierbar auf so ein ich-strukturiertes Primärbewusstsein, noch sind sie reduzierbar auf die von mir eben angesprochenen sprachlichen Bewusstseinsformen zweiter Ordnung. Eine große Anzahl, und das können wir empirisch überprüfen, solcher Erfahrungen stellen nämlich Zustände dar, bei denen die volle Aufmerksamkeit auf eine Gesamtwahrnehmung von Wirklichkeit gerichtet ist. Das heißt, in diesen Erfahrungen erscheint Einheit, aber hochdifferenziert, weil das Besondere nicht verschwindet. Es geht um integrierte Komplexität,
nicht um reduzierte Einheit. Ich vermute, dass die Anzahl der bewussten Zustände, die in diese Systematik eingeordnet werden können, sehr groß ist, zumal keiner dieser Zustände dem anderen völlig gleicht. Daher könnte ich jetzt Beispiele anführen, oder vielleicht nur ein Beispiel, das allerdings strukturell Typisches zeigt. Ich wähle vielleicht, und damit möchte ich dann zum Schluss kommen, eine Beschreibung von Bewusstseinszuständen dieser Art. Und wir sind hier natürlich dann schon, was wir von heute Nachmittag hatten, auf dem dritten, vierten, fünften Level, eine Beschreibung dieses Bewusstseins, wie sie im Zen zum Tragen kommt. Gewöhnlich, und ich komme damit zur fünften Thematik, gewöhnlich wird diese meditative Ganzheitserfahrung beschrieben als, und das sind jetzt Formulierungen aus der Zen-Tradition, Erfahrung der Wirklichkeit, wie sie ist, oder Wesensschau oder ähnlich. Aber solche Metaphern sind natürlich interpretationsbedürftig. Worum geht es? Im Zen geht es darum, durch Einsicht in die, wie man sagt, wahre Natur der Wirklichkeit, beziehungsweise den Grund von Bewusstsein, das Wesen des menschlichen Lebens direkt zu erfahren. Und wenn hier von Bewusstsein die Rede ist, natürlich der chinesische Begriff Xin, dann ist das, was wir kognitive, emotionale und willentliche Elemente nennen und differenzieren, alles in diesem Begriff enthalten. Weshalb man gelegentlich diesen Begriff Xin auch mit Herz übersetzt. Was nicht falsch ist, aber wieder eine Einseitigkeit. Zen lehrt ja, wie der Mensch sinnlich und sinnvoll in der Welt leben kann. Nicht, wie er sich entweder spekulativ oder asketisch über das Irdische erheben könnte. Selbstdisziplin und achtsamer Umgang mit allen Lebewesen und Dingen, ich erinnere an das, was ich vorhin aus der frühbuddhistischen Tradition zitierte, sinnvoller und achtsamer Umgang mit allen Dingen, das ist die Voraussetzung, ist die Lebensübung. Das heißt, jede Aktivität des Menschen wird zur konkreten und kreativen Einübung von Achtsamkeit. Meditation ist dann nicht gerade etwas Besonderes, was man irgendwie auf dem Kissen oder meinetwegen im Scanner macht, sondern die Bewusstseinshaltung, wie man zum Beispiel ein Glas Wasser ergreift und trinkt. Durch fokussierte Konzentration auf die korrekte Sitzhaltung und den willentlich nicht gesteuerten Atem werden psychosomatische Energien gebündelt. Danach wird eine nicht fokussierte Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit angestrebt, die nicht an irgendein Objekt mit räumlich oder zeitlich bestimmten Merkmalen gebunden wäre, sondern eine über den Raum ausgebreitete Wachheit, eine Wahrnehmung der Gleichzeitigkeit von verschiedenen Erscheinungen darstellt. Ziel des Ganzen ist Weisheit. Aber was ist das? Weisheit bedeutet hier, jenseits von begrifflichen und emotional gefärbten Projektionen, eine Bewusstheit in die Einsicht der Wirklichkeit, ein Bewusstsein vor allem in die Einsicht der Einheit der Wirklichkeit zu erreichen. Alle Widersprüche und Dualitäten, die uns normalerweise im Leben auffallen, werden aufgelöst und in diese Einheit, in diese hochkomplexe, vielgestaltige Einheit integriert. Dies ist nun keine Erfahrung der Trance oder keine Erfahrung der halbbewussten Wachheit, sondern im Gegenteil, eine Erfahrung, die sich durch überdeutliche Klarheit der Wahrnehmung auszeichnet und als befreiendes, tiefstes Glück erlebt wird. Zen glaubt, dass sich in dieser Erfahrung dem Bewusstsein das Wesen der Wirklichkeit jenseits der Zeit, jenseits von Leben und Sterben und doch mitten in jedem gegenwärtigen Augenblick eröffnet. So wird diese Erfahrung selbst als Tod des Ich-Gefühls beziehungsweise der alten, am Ich anhaftenden Identität des Menschen erfahren. Zen deutet im Übrigen sehr häufig die klassische indische Reinkarnationsvorstellung in diesem Sinne um.
Reinkarnation ist nicht immer wieder geboren zu werden, sondern ist ein Bewusstseinsakt in dem hier genannten Sinne. Wir können, und ich könnte jetzt noch weiter fortfahren, merke aber einige Unruhe, nicht nur in den hinteren Reihen, und möchte also etwas abkürzen und zum Schluss kommen. Die Frage ist, wie können derartige Aussagen, und Sie kennen sie alle aus der Zen-Literatur, vor allem aus der Poesie, wie können solche Aussagen in die Sprache und Kategorienbildungen der modernen Hirnforschung übersetzt werden? Und Herr Skobel hatte ja schon angekündigt, dass ich in solchem Übersetzen eine gewisse Lust habe. Ich will es so versuchen. Die Gesamtwahrnehmung, von der hier die Rede war, steht häufig, zumindest tendenziell, vor einer selektierenden Bewertung. Solche Bewertungen basieren, wie man in der Forschung gezeigt hat, auf nicht bewussten Abläufen in den Basalganglien, dem Kleinhirn und so weiter. Wenn dem so wäre, wäre es möglich, dass in tiefen meditativen Versenkungen die entsprechenden Bewertungssignale unterbunden oder modifiziert werden. Das heißt, das gesamte Gehirn, nicht nur einzelne Areale, das gesamte Gehirn ist im Zustand einer solchen Versenkung einfach anders konfiguriert als im Wachbewusstsein, im REM-Schlaf oder im Tiefschlaf. Und da komme ich an den ersten Vortrag von heute wieder heran. Das ist alte indische Tradition, von den 4 Bewusstseinszuständen zu sprechen. Chaturtha, der 4., der nicht näher benannt werden kann, weil er ein die anderen vereinheitlichender und doch transzendierender ist, wird hier genannt. Dieses Bewusstsein erscheint als ein Selbstbewusstsein, das sich selbst in sich selbst spiegelt. Also nochmal auf einer weiteren Komplexitätsebene mit allem anderen in Beziehung setzt. Und es spiegelt sich in jeder gerade wahrgenommenen Einzelheit. Und das macht die Komplexität aus. Schauen Sie, das Interessante ist, dass wir aus den Beschreibungen solcher Zustände ja nicht abstrakte Theorien kennen. Die großen Mystiker auch des christlichen Mittelalters sehen nicht Gott irgendwo jenseits des Himmels, sondern sie sehen eine Blume oder eine Haselnuss oder irgendetwas und sehen in diesem ganz konkreten Gegenstand die Einheit der Welt. Ganz ähnlich sind Zen-Erfahrungen. Jede gerade wahrgenommene Einzelheit spiegelt das Ganze der Welt in einer höchst komplexen Vielfalt. Selbstbewusstsein, so fahre ich nun weiter fort, wird in der Hirnforschung als Meta-Repräsentation von verknüpften Repräsentationen begriffen, die das Hirn selbst generiert, so Wolf Singer. Das Selbst dieses Selbstbewusstseins ist aber nicht beschränkt auf das individuierte Ich, sondern es ist das Selbst des gesamten Wahrnehmungshorizontes, selbst jetzt als Metapher. Es ist der gesamte Wahrnehmungshorizont, der sich selbst spiegelt. In einem solchen Bewusstseinszustand bin ich ja nicht mehr ich und da ist die Welt, sondern es ist ein bewusstes Wahrnehmung des Ganzen, das ich aber bewusst mache. Und das ist schon alte buddhistische Terminologie. Wenn der Buddha in Versenkungen geht und diese beschrieben werden, heißt es immer, und er weiß, dass er weiß. Das ist sehr interessant. Es ist ein Selbst des gesamten Wahrnehmungshorizontes, jenseits der Differenzierung von Ich und anderem und natürlich auch jenseits der Differenzierung der Zeitmodi. Wenngleich diese Differenzierungen, ich wiederhole, sozusagen eingepackt enthalten sind. Anders also als die Vermutung Sigmund Freuds, nach der ozeanische Gefühle eine Ich-Auflösung und Entgrenzung bedeuten, die destruktiv für Freud sind, sind solche meditativen Erfahrungen etwas ganz anderes. Nicht Ich-Auflösung im Unendlichen, sondern Ich-Integration im Ganzen. Das ist, wenn man so will, das Resultat dieses Vortrags. Es ist eine Aufmerksamkeit, die nicht das Hintergrundrauschen, so will ich mal nennen, der komplexen Eindrücke unterdrückt, wie das noch bei der normalen Aufmerksamkeit auf ein Objekt ist. Ich konzentriere mich jetzt darauf und merke dies dort nicht.
Also keine Exklusivität in der Wahrnehmung, sondern es ist eine Aufmerksamkeit, die wie ein aufgespannter Schirm ist, die subtil alles, was möglich ist, vereint. Bewusstseinszustände, so sagen wir oben, sind abhängig von der Biografie, der Übung und dergleichen. Die verschiedenen meditativen Übungen eröffnen eine weitere Gruppe von Zuständen, die integriert sind, wobei auch subtile kognitive Informationen enthalten sind. Meditation maximiert diese Informationen für eine Gesamtwahrnehmung, denn sie ermöglicht eine äußerst feine, subtile Wahrnehmung des einen nicht als Einheitsbrei, sondern eben als Zusammenhang. Meditation ermöglicht ein Maximum an Komplexität und Integration. Wenn dies als Merkmal von Bewusstheit gesehen wird, eröffnet Meditation eine Maximierung von Bewusstheit. Meditative Bewusstseinszustände sind komplex. Warum sollten sie weniger Realitätsgehalt haben als andere komplexe Bewusstseinszustände? Das zeigt sich natürlich an der neurologischen Basis oder an der elektrophysiologischen Basis, zum Beispiel im EEG. Wir sprachen ganz kurz darüber, dass dort Zustände auftreten, die im Alltagsbewusstsein nicht da sind. Allerdings möchte ich zum Schluss an solche Überlegungen ein kleines Kaviat, ein kleines Vorsicht anbringen und hinzufügen. EEG-Muster oder durch bildgebende Verfahren sichtbare Verknüpfungsmuster von Neuronengruppen, die zum Beispiel auch auftauchen, wenn wir eine Mozart- oder Beethoven-Symphonie hören, sagen nichts, aber auch gar nichts über die Bedeutung dieser Musik. Solche Muster, die vielleicht im Hirn auftauchen, sagen nichts über die Bedeutung dieser Bewusstseinszustände, die wir als meditative kennzeichnen. Diese Bedeutung erschließt sich im Erlebnis und liegt auf einer Ordnungsebene anderer semantischer Art. Und das ist eben bei mystischen Erfahrungen, wie mir scheint, genauso. Aber diese Ordnungsebene verweist auf eine integrierte Komplexität, also eine Einheit in Differenz, die viel subtiler ist als die Ebene möglicher neuronaler Verschaltungen. Sie ist Wirklichkeit in der Wirklichkeit oder grundlegende Wirklichkeit, Möglichkeitsraum oder wie auch immer. Jedenfalls Wirklichkeit, die sich in jedem einzelnen Bewusstseinszustand, in jedem einzelnen Bewusstsein, das wir repräsentieren, abbilden kann, sodass wir miteinander kommunizieren. Das Ganze, was hier meditiert oder das Subjekt dieses Meditierens, ist nicht ein Ich oder dieses Ich, sondern es ist das universale, das unendliche Bewusstsein, was sich in diesem und jenem Augenblick seiner selbst bewusst wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Applaus